Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in unendlichen Welten von... Oh mein Gott, ich muss da dringend raus. Die Reise schlägt doch gleich fehl. Ja, ja, Carles, sehr schön. Freut mich, dass du da was auch immer hast. Nichts wie weg, zurückbeordern. So. Und damit nochmal Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines. Wieder im wöchentlichen Format. Wir schauen uns das neue Event an. Das ist das zweite Borg-Event. Und diesmal ist die neue Fraktion dann auch schon drinnen. Hier sehen wir sie. AS-15. Reisen wir gleich mal hin. Ich glaube, ich war noch gar nicht dort. Noch keine Mission angefangen oder so. Wollte das mit euch hier jungfräulich behandeln. Schauen wir mal, wie das ist. Memory Alpha, okay. Gut, Memory Alpha war ja schon im Spiel. Glaube ich. Na, ganz sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass das neu ist. Wo sind wir denn da galaxietechnisch? Ja, okay. Bei der nicht entdeckten komme ich noch nicht hin. Okay. Es gibt übrigens auch eine neue Mission. Die ist hier hinten, links. Ganz rechts. Ich wundere mich, warum wirklich alles da auf der rechten Seite ist. Ja. Jedenfalls eine neue Episode. Q, die Borg als mögliche Verbündete, Mitglied der Föderation, sondern Bedrohung. Standen wir noch nie gegenüber. Ja, das stimmt wohl. Fremde Bettgesellen. Geile Übersetzung. Davon gibt es einen Screenshot. Und als Siegesbelohnung könnte ich eher die Föderation gebrauchen. Dixon mit Maschinengewehr klingt irgendwie dezent geiler. Ja, dann werde ich das da mal die Tage spielen. Jetzt aber erstmal zum Event. Seine Fähigkeiten unter Beweis stellen oder beweise dich selbst. Die Übersetzung geht ja mal. Es ist ein Skirmish-Event und danach wird es wahrscheinlich noch ein Shuttle-Event werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Sprich, leider keine Community-Belohnung. Aber Skirmish ist immer ganz cool, finanziert sich ja immer von selber. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich werde jetzt nicht so zum Spielen kommen die Tage. Ja, mal schauen, was da noch drinnen ist. Morgen habe ich es durch. Hey, gucken wir mal. So, da holen wir uns noch was ab. Es ist übrigens auch das dritte Jubiläum von Disruptor Beam, von Timelines. Vielleicht sogar auch von Disruptor Beam. War ja, glaube ich, ihr erstes Spiel. Und das am bestlaufendsten. Das andere haben sie übrigens schon eingestellt, habe ich gesehen. Das Game of Thrones, dieses Ascent. Ein komischer Zeitpunkt jetzt, wo die neue Game of Thrones Staffel kommt. Davor noch das Game of Thrones Spiel einzustellen. Naja. Disruptor Beam ist nie wirklich für gutes Timing bekannt. Also, was überrascht mich. Aber ja, das Spiel war scheiße. Also, naja. Anyway. Wir schauen mal, was es neu gibt. Captain Braxton, Saboteur, Mensch, Pilot, Föderation, Sternflotte, Clever und Zeitagent. War eine coole Voyager-Folge. Dann die Seven of Nine, Drohne. Ich glaube, die hat wirklich schon jeder auf Unsterblich. Hier gibt es ja jedes Mal nachgeschmissen bei sämtlichen Events oder bei hier den wöchentlichen Belohnungen. Dann noch die 3 Sterne Troy. Kennen wir auch schon. 2 Sterne Seven. Und hier haben sie sich wieder was ganz Tolles überlegt. Eine assimilierte Troy. Mensch, Peter, Suite, Borg, Brutal, Empath und Counselor. Ja, das ich habe schon auf Discord gepostet. Ich stelle mir das sehr lustig vor, wenn die Troy assimiliert wird. Da kommt dann die ganze Zeit... Wartet, ich fühle etwas. Wir müssen nach links. Boah, Kurs fliegt nach links. Ah, Moment, nein, nein, zurück nach rechts. Boah, Kurs wieder zurück nach rechts. Also, stell dir mal sehr witzig vor, mit der Troy an Bord, die armen Borg, sie wissen nicht, wen sie assimiliert haben. Schaut euch dazu mal den Horner's Trader von Next Generation an. Das kann ich nur sehr empfehlen. Gerade die Troy-Passage ist super gelungen. Ich fühle etwas. Ach, ich weiß nicht, was es ist. Ach. Gut. So.
Dann die Nachrichten. Übrigens auch was Neues in der Stasiskammer. Also viele neue Sachen. Zeitlose Originale. Das holen wir uns gleich mal ab. Dafür gibt es Chronitonen und so ein Portal, so ein kleines. Sehr schön. Chronitonen und Credits. Können wir noch was abholen? Schön wär's. Ja, sehr schön. Nochmal Chronitonen. No, komm, ruf die Sternflotte an. Kann doch nicht zu lang dauern. Verdienste und nochmal Credits. 3 von 5. Ja, das geht sich noch nicht ganz aus. Keiko bräuchte ich noch unsterblich. Und ja, ein paar andere Hanseln da noch. Gut, gut, gut. Weiter im Text mit den Nachrichten. Die habe ich hier noch vor der letzten Woche mir aufgehoben. Dann gibt es jetzt der volle Release. Der dritte Geburtstag. Episode Neues. 9 ist neu. Die haben wir uns gerade angeschaut. Es gibt eine neue 7 in Silber. Die ist gratis. Die holen wir uns auch gleich ab. Spot ist ein Avatar, den es hier geschenkt gibt. Okay. Naja. Ich glaube, vielleicht bleibt bei meinem Lore. Was neu ist, ist City Free. Die Slots, das ist super. Endlich wieder mehr Platz für alle. Aber nachdem man jetzt auch die ganzen Kadetten einfrieren kann, hatte ich in letzter Zeit eh keine Platzprobleme. Aber trotzdem ganz nett. Mehr Slots sind immer gut. Kann man vielleicht nochmal wieder ein paar Leute, die man eingefroren hat, wieder entfrieren. Habe ich auch gerade wieder fürs Event gemacht. Zum Beispiel die 7, die hier nicht auf so geile Werte kommt, habe ich wieder entfroren, damit sie beim Event gut mithelfen kann. Mehr zum Kaufen von Crew-Slots, ja, Dankeschön. Ist auch außerdem günstiger. Elusive Treasure Packs sind wieder zurück mit der tollen Ankündigung. Ja, wer es braucht. Und dann daneben kommt, ach übrigens, beachtet mal, dass sie gerade nicht zur Verfügung stehen. Sie sind neu, aber ihr könnt sie nicht nehmen. Die neue Collection haben wir uns angeschaut. Genau, die sind alle drinnen. Gibt es auch mal, wird das als E-Mail versendet, mal steht drinnen, wer alle drinnen ist, mal nicht. Lauter Item-Changes, super spannend. Darauf hat die Welt auch gewartet. Aber gut, ich will gar nicht so viel böses Blut lassen. Immerhin gab es Crew-Slots und eine neue Collection. Finde ich immer ganz cool. Davorat ist gerade ein bisschen günstiger, minus 50%. Das holen wir uns auch noch. Gut, sehr schön. Ja, dann gucken wir ins Zeitportal. Flüchtige Schätze, ja, das sind diese Elusive Treasures. 10er-Pack garantiert ein legendäres, zeitlimitiertes Crewmitglied. Extrem seltene oder Legendary Beholds. Ja, aber so viel, die Lithium habe ich dann doch nicht. Und ich glaube, das ganze Gepäck gab es auch für 50 Euro. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Also, nee, Dankeschön. Danke, danke. Ja, 5 for 12. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Sehr seltsames Design. So, nee, danke. Drone 7 auf 9 hat ja, glaube ich, jeder schon. Die assimilierte Troy. Nee, muss auch nicht sein. Obwohl ich ein Borg-Fan bin, aber bei den dreien, ja, da hätte ich mal andere gewünscht. Hier zum Beispiel Widerstand ist zwecklos. Ja, die holen wir uns gerne. Danke fürs Spielen. Hui. Disruptor V bedankt sich bei uns, dass ich das nochmal erleben darf. Hui. Bewährte Schiffe. Auch eine geile Übersetzung, weil die Skimitar, die ist neu. Noch gar nicht so bewährt. Gibt schon das Shuttle Boost, obwohl es das Shuttle Event noch nicht gibt. Daystrom-Preis, das Kollektiv,
Normalerweise würde ich es mir holen. Ich habe es mir ja, das habe ich auch bei Pack Opening, glaube ich, zwei oder dreimal gekauft und ich habe irgendwie immer die 7 und den E-Chip bekommen. Und Tuvok, das sind halt einfach die lilanen. Ja, gibt viele von den goldenen, aber irgendwie kriege ich da immer die lilanen. Soll ich es probieren? Komm, eins, eins. Machen wir. Ja, möchte ich verwenden. Sogar mit Rückfrage. Was ist denn da los? Ach, fick dich. Fick dich einfach nur. Fick dich einfach nur. Nein, nicht nochmal kaufen. Dankeschön. Nicht nochmal Deppenbonus bezahlen, aber vielen Dank. Machen wir noch die Premium-Verteiler auf. Die kleinen. Holen wir uns die drei Sterne-Typen ab und die Schiffe, die wir schon 10-mal haben. Und den 5-Sterne-Charakter, der äußerst legendär ist und den ich immer schon haben wollte. Schade. Klappt leider nicht in die Richtung. So viel zum positiven Denken. Ja, für den Arsch. Oh! Gut. So viel dazu. Cyrus Red Block. Und das ist auch. Sie haben es endlich geschafft. Nach 3 Jahren haben sie es geschafft, das hier zu übersetzen. Miral 4 Sterne habe ich noch nicht. Oder den Cyrus Red Block erhöhen von den Sternen. Das bin ich am Überlegen. Ich möchte ja doch mal irgendwann alle haben. Nur der Cyrus Red Block ist zum Beispiel in einer Collection dabei. Ich glaube, in dem Fall nehme ich die Miral. In dem Fall werde ich sie nehmen. Einfach weil ich sie noch nicht habe. Und die anderen kann man ja eventuell mal mit Erwähnungen voll machen. Nur die, die man noch nicht hat, da fällt man ja drum um quasi. Merit Rewards werde ich mir auch noch gönnen. Ein bisschen von den Verdienstpunkten habe ich ja wieder. Das lasse ich einfach schnell durchlaufen. Q entlassen. Okay. Eins machen wir noch auf. Okay. Gut. So viel dazu. Naja, immerhin Ehre. Davorad ist ein bisschen günstiger. Ich habe es heute zweimal gedreht. Aber noch mehr die Lithium möchte ich dann auch nicht ausgeben. Vor allem gibt es nur diese Etana hier. Die brauche ich dann auch nicht so unbedingt. Nee, danke, Seven. Einmal reicht. Vom Design her ganz recht gut gelungen. Das Outfit sieht dann ein bisschen komisch aus. Gab schon hübschere Varianten von Seven. Jo, ich glaube, das war's im Schnellverlauf, obwohl sich einiges getan hat. Die kann ich dann wieder leveln. Hier auf Stufe 2. Yay. Und die andere auch noch. Meine neue 7. Cool. Und gibt es noch irgendwen zum Unsterblich machen? Haben wir noch irgendwen dabei diese Woche? Lore geht noch nicht. Die gehen auch alle noch nicht. 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne. Ich glaube diese Woche nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dabei war. Schade, schade. Was ist denn da los? Eine Woche ohne jemanden unsterblich zu machen. Bin auch nicht so viel zum Spielen gekommen. Nur nebenbei ein bisschen ab und zu mal nach dem Heimkommen von der Arbeit. Ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, wirklich nichts mehr. Guck mal noch ganz kurz in die Ehrenhalle. Ist da noch irgendwas anlacht? Aber für die Legendary Beholds fehlen mir noch einige Ehrepunkte. Die haben wir beim letzten Mal schön rausgeballert. Also können wir da eigentlich dabei auch nichts machen. Wenn ich noch so ein Borg-Package hole, dann. Ja, das ist leider rausgeschenktes Geld. Da hat man halt doch recht wenig Chance, dass man mal jemanden sieht, der 5 Sterne hat.
Chance ist ja, glaube ich, zu 10% da. Ja, geil, sogar nur 1%. Naja. Ja, so viel dazu. Gut, ich glaube, das war's. Also durchaus positiv mit den neuen Crew Slots, dass ich jetzt auf 210 in Summe bin. Wieder ein bisschen Platz, um neue Leute aufzunehmen. Auch ganz nett, dass Starbora zum Beispiel günstiger zum Drehen ist, selbst wenn man es nur einmal dreht, muss man eben weniger von den Credits zahlen, obwohl man da wahrscheinlich eh viele hat. Es gibt eine neue Missionslinie hier in dem, wenn ich richtig klicke, auf der Galaxiekarte, hier Episode 9. Dann gibt es im Zeitportal eine gratis 7 of 9 5 Sterne abzuholen, das ist immer ganz nett. Und zusätzlich gibt es auch eine neue Fraktion von dem Borg, wo man sich dann direkt die Borg gönnen kann, wenn man so viel Dilithium übrig hat. Und ein paar Items, aber die Items sind im Grunde zusammengewürfelt aus allen, die bisher so waren. Also bajoranische Ohrringe tippe ich mal fest drauf, dass es bei Bajor zu holen war. Earl Grey war Föderation. Dominion Pet ist ja Dominion, Hirogen, Jem'Hadar, auch selbsterklärend. Also alles doch so ein bisschen zusammengewürfelt, keine neuen Items, die sie reingebracht haben, offensichtlich. Aber ja, okay, so viel dazu. Ich bin übrigens noch keine Borg-Mission angeflogen. Das können wir auch noch hier machen, jungfräuliches Borg anfliegen. Shuttle senden, Abschluss in 30 Sekunden. Boah, episch. Episch, das erste Mal zu den Borg und freiwillig assimilieren lassen. So schockierend es klingt, für einige ist die Assimilation offensichtlich verlockend. Untersuche diese Individuen und erleichtere den Prozess, falls sie bei gesundem Verstand sind. Okay? 4, 3, 2, 1. Assimilieren. Erfolg! Ja, mit Pulaski dabei klappt die Assimilation noch leichter. Mit dem die Bienen grinsen. Nein! Und dann werde ich auch noch ganz kurz mal mir die neue Episode anschauen. Ja, Crew, Q wissen wir schon. Föderation Borg, Siegesbelohnung. Machen wir mal nochmal. Reisen wir mal hin. Admiral Riker, eine Borgflotte ist soeben im Alpha-Quadranten unter Warp gegangen. Möglicherweise kommt sie aus der Zukunft und besitzen Technologien, gegen die wir uns nicht verteidigen können. Unsere einzige Hoffnung ist eine schnelle und harte Reaktion. Gut, für wen sind wir? Befolge die Befehle natürlich. Denke über Motive der Borg nach. Was könnte das wohl sein? Verstanden. Sehr gut, Riker Ende. Gut. Ja, schön reingezoomt. Sehr schön verpixelt übrigens. Aber ich würde es trotzdem ganz gerne fliegen. Bis hierher und nicht weiter. Ja, legendärer Satz von Picard aus dem 8. Kinofilm. Wir müssen die Borg wissen lassen, dass ihre Anwesen in einem Alpha-Quadranten, ob absichtlich oder nicht, von uns nicht toleriert wird. So, dann klatscht mal ein bisschen Crew rein. Was ist denn heute los? Kann ich heute noch labern oder geht das gar nicht mehr? Oh, hier, Energie. Schnelle Antwort. Schnelle Reaction. Und da kommt schon zum Aufeinandertreffen. Mit der Borg-Sphäre in dem Fall. Und there she goes. Ja, hier feier dich. Sehr schön. Schwierigkeit höchst effizient abgeschlossen. Ja, das freut mich immer. Erfahrungspunkte gab es dafür. Gut. Das war viel zu leicht. Das gefällt mir nicht. Das ist auch so. Die Borg haben keinen koordinierten Angriff durchgeführt. Na, nee, wir waren einfach so gut, Tuvok.
Dräng auf weitere Offensivaktionen. Wir sollten angreifen. Tue nicht das, was die Borg erwarten. Aber Tuvok sagt, doch, machen wir das. ja, warte. Ich ziehe übrigens nebenbei ein Versorgungspaket. Verpackungsversorgung. Denn dann ist das Ganze auch ein bisschen günstiger. Die Borg handelt erst, wenn sie uns als Bedrohung ansehen. Ich denke, wir sind schon Bedrohung genug, Picard. Gut. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Dass es endlich sortier- und suchbar ist, das ist ja wunderbar. Dass ich sowas nochmal erlebe von Disruptor Beam. Ich bin hin und weg. Wunderkind und Androide. Probieren wir das gleich, ob es auch klappt. Ob der auch auf Deutsch sucht. Was ist denn hier los, Disruptor Beam hier? Überrascht es mich ja jedes Mal aufs Neue. Manchmal positiv, manchmal negativ. Und dann noch einmal einen Piu-Piu-Piu-Typen. Adaruafo. Der gute Wesley Crusher. Nähere dich dem Borg. Ja, das kann Wesley. Das kann Wesley sehr gerne übernehmen. Der kann sich noch näher dem Borg nähern. Und am Ende erlange Zugang zum verschlossenen Raum. Der verschlossene Raum. Borg-Königin, okay. Mhm. Und Ende. Toll, es endet mit dem Cliffhanger. Was soll denn das? Captain, bitte, wir dürfen keine Zeit für menschliche Schwächen und Ängste haben. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Borg brauchen Ihre Hilfe. Eines Tages verschwand plötzlich mehr als die Hälfte des Kollektivs von einer temporalen Anomalie. Dano ist auch wieder dabei. Juhu. An einem anderen Ort, eine andere Zeit gesogen. Getrennt vom Kollektiv sollten sie schnell gestorben sein, aber das ist kein Trost. Ja, sage, dass die Borg das bekommen, was sie verdienen. Die Borg bekommen das, was sie verdienen. Kraft, ja. Das ist jetzt das Überleben. Ja, ihr Borg. Man erntet, was man sieht. Keine Sympathie für die Borg. Genau. Lehne es ab, der Borgkönigin zu helfen. Ja, da kannst du bitten, was du willst, Borgkönigin. Genozid, die perfekte Antwort. Ja, es passt doch gut zum Stellaris-Let's Play, also zu meinem Charakter. Ich bin sozusagen in der Rolle. Die Borg und ich leben eine Symbiose. Zerstört sie mich, zerstört sie auch die Borg. Ohne einen neuen Nexus. Ja. Ich zerstöre nicht die Borg-Königin, sondern nur die anderen Borg da. Ja, bla bla bla. Platt machen. Niederringen. Raus aus dem Nest. Gut. Das machen wir auch noch. Einmal Ruafo. Brutal und Veteran, die müssten eh ganz vorne sein. Achso, die sind einer Reise zugewiesen, leider. Brutal und Veteran. Brutal, nehmen wir ihn. Und am Ende, ja, kann man auch irgendwen aussuchen. Im Grunde ist es egal, der reist dann einfach nur so mit. Vielleicht gleich irgendjemand, der Erfahrungspunkte braucht. Und go. Dann Ruafo Kotrar. War übrigens einer meiner ersten Leute, die ich bekommen habe. Der Kotra. Und der darf es beenden. Sehr schön, ja, gut. Feiert's euch. Konnte dem Borgschiff entkommen. Er hat voll das Level ab. Geht voll ab. Sie schlagen vor, dass die Borg die Föderation. Was? Wollte ich nie. Was soll das? Ich hab Nein gesagt. Nein. Nicht der Föderation beitreten. Nee, Rikerchen. Nö. Beschuldige die Borgkönigin der Vorspielung falscher Tatsachen. Genau, richtig.
Sie verstehen also, wieso ich sie brauche, mein Anliegen vorzutragen. Schaut auf das Kollektiv und sieht nur Tod und Zerstörung. Ja, boah, Königin. Launisch die Menschen doch sind. Sie waren mit allem einverstanden, um von meinem Schiff zu fliehen. Aber kaum sind sie wieder im Schoß der Föderation, wenden sie sich gegen mich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Vorgesetzten über... Ja. Ja, genau. Einfach alle assimilieren. Troy assimiliert. Wir sind die Borg. Wir müssen weiter bestehen. Das Kollektiv wird wachsen, was auch immer dafür nötig ist. So logisch kennt man Troy gar nicht. Bedrohe die Borg wegen Troy. Das ist ganz lustig. Stellen Sie unverzüglich Kanzler Troy wieder her. Das wird keinen Frieden geben. Ja gut, dann red mal mit der Luxana. Ich erhebe mich des Kommandos. Was? Okay. Die Storys sind so geil. Ich enthebe mich selbst des Kommandos. Wenn ich das nicht tue, dann würde ich die ganze Feuerkraft der Sterneflotte gegen dieses Ding einsetzen. Jetzt sind Sie in der Verantwortung, Captain. Aber denken Sie mal dran. Freunde nehmen keine Geiseln. Freunde nehmen keine Geiseln. Ja gut, und damit tschüss, Admiral Riker. Hast lange gedient, du Troy, oder so. Troy gedient. plädiere wegen Troy für Rache an der Bohrkönigin. Natürlich. Natürlich, Sieg verfügbar. Hatte ich doch eigentlich schon ausgewählt. Aber machen wir nochmal. Natürlich die Föderation. Ja, für immer verändern. Natürlich. Eigentlich wäre ich ja für die Borg, aber... Naja. In dem Fall... Ich brauche einfach den Charakter. Und es kommt zum Showdown mit der Borgkönigin im Borg-Kubus. Spoiler mal mit von mir, aber man soll sie treffen. Und das ging ja einfach. Das war ja easy. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Zumindest in der Version, die das Kommando über das Kollektiv hatte. Möglicherweise bietet sie sich jetzt die Gelegenheit zu einer Allianz. Ja, genau. Ja, sichi. Es wäre einfacher, wenn sie es wäre, dass sie die richtigen treffen würden. In Borg würde es ohne der Königin besser gehen. Die Königin war heuchlerisch. Zumindest lügen die Borg nicht. Ja, machen wir das. Das ist ein Vorteil, mehr Maschine als Mensch zu sein. Keine Lügen, keine Gefühle. Eine Allianz mit der Borg-Königin war unmöglich, aber eine Allianz mit den übrigen Borg-Drohnen wäre machbar. Sie sind unschuldige Opfer und ich bin fest davon überzeugt, dass in ihnen immer noch Spuren ihres alten Ichs vorhanden sind. Zunächst müssen wir dem Kollektiv helfen, um die Verluste der Königin zu verkraften. Sobald sie sich stabilisiert haben, können wir einen Friedensvertrag aushandeln, ihnen einen Platz im Quadranten suchen und schauen, ob sich der Einfluss der Königin langsam abschwächt. Haben die Borg aufgehalten? Das ist ein historischer Sieg. Natürlich machen wir das. Ja, sehr schön. Picard zu uns. Wup, wup. Kann ich dir jetzt vielleicht unsterblich machen? Natürlich findet man den wieder nur unter Dixon. Nee, schade. Leider nicht. Schade, schade, schade. Der hätte eigentlich noch ganz gut gepasst zu dem Event. Zu dem Borg-Event. Hätte ich auch gerne gesehen. Und außerdem hätte ich den dann unsterblich. Okay, ja gut. Vor allem immer ganz cool, diese Missionen zu fliegen, denn das gibt massig Erfahrungspunkte. Und das war's. Bevor ich mich heute noch 10.000 Mal verrede, lass es gut sein an der Stelle. Ich habe alles gezeigt, was neu ist und wünsche euch einfach viel Spaß mit den Neuerungen, die es hier gab. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, nächste Folge wieder zu Star Trek Timelines. So, einmal bin ich's noch. Ich bin nochmal da. Diesmal ist schon der nächste Tag und ich habe das Event fertig. Ich habe am Abend noch ein bisschen gezockt
und habe mir alle Belohnungen gegönnt und kann somit noch ein Package aufmachen. Da dachte ich mir, na komm, das nehme ich auch noch in die Aufnahme rein. Ich wollte es gerade schneiden, aber wenn ich das Package schon da habe, dann mache ich das noch auf, nehme das noch mit rein in die Folge, dann sieht sie auch noch, was ich da bekommen habe gerade. Gucken wir mal. Ein 10er-Pack, ein Premium. Oh je, naja, hätte ich nicht aufnehmen brauchen. Zulu habe ich leider schon komplett voll. Und dann einfach schnell alles durchlaufen lassen und die Crew entlassen. Gut. Gut. Schiff war auch kein neues mehr dabei. Schade, schade. Aber gut. Ja, was ich euch noch zeigen kann, wir sind in der Starbase aktuell auf Stufe 74. Wir haben die Beobachtungslounge letztens gebaut, sind da jetzt auf Stufe 8. Also schon ganz schön fett. Aber jetzt braucht man 60.000 von den Holo-Emittern. Ich lasse es trotzdem erstmal als empfohlen, denn hier kann man ja perfekt seine Nanopolymer ausgeben und die kann man aktuell sonst gar nicht ausgeben. Von dem her kann man da ganz gern was rein investieren. Ja, leider geben aber manche da das Tritanium dann an die falsche Stelle rein, denn eigentlich sollte es hier in die Sicherheitsfähigkeit reinkommen. Das wäre ein bisschen sinnvoller, weil ja, wir dann da irgendwann fertig sind. Lang dauert sie ja nicht mehr. Die 22K, die sollte man recht schnell fertig kriegen. Und ja, Hauptmaschinenraum mit den Holo-Emittern. Ja, braucht man nur noch die Holo-Emitter, aber das dauert immer ein bisschen länger. Und wenn dann das ganze Tritanium da drinnen ist in der Beobachtungslounge, da werde ich das hier weggeben und wieder irgendwo hin verschieben. Ja. Oh, cool. Kronitonen können uns abheben. Danke an alle, die das hier sehen, die in der Flotte sind und die immer so fleißig spenden. Ihr seid top. Danke, danke. Übrigens haben wir aktuell wieder einen mehr und einen weniger. Ein Captain mit Stufe 11 hat die 30 Tage erreicht. Ja, dann um den ist es nicht schade, wenn er es nicht schafft, seinen Nick reinzugeben. Aber wir haben einen neuen. Hat uns angeschrieben, der Lift Me Up. Willkommen an dich. Habe auch gehört, dass du fleißig die Videos schaust. Danke dafür und ja, viel Spaß in der Flotte. Bitte dann noch das XI reingeben in den Kürzel vorne. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.